Hofeld vom Yachthandel Hamburg. Ich vertrete die polnische Wiko-Werft für Deutschland. Und wir stellen hier auf der Boot Düsseldorf erstmalig als Weltpremiere die neue Wiko S35 vor. Die Wiko S35 ist von einem italienischen Designer, Sergio Lupoli, designt. Er hat einen ganz besonderen Riss, der sich von den aktuellen Schiffen doch schon wieder unterscheidet. Denn neues Design bedeutet immer wieder etwas Neues bringen, was die Aufmerksamkeit der Leute mit sich bringt. Und natürlich möchte auch jeder gerne ein schnelles Schiff haben, was dieser Riss mit Sicherheit mit sich bringt. Der Grundpreis dieses Schiffes sind momentan 61.000 Euro. Wir befinden uns noch in der Phase des Einführungspreises. Die 61.000 Euro ist für das Schiff im Standard. Wir dürfen es als segelfertig betrachten, aber es ist natürlich eine Minimalausstattung und es kommt Zubehör wie bei allen anderen dazu, die von verschiedenen Eignern anders gewünscht werden, sodass wir auch die Schiffe dann individuell ausstatten. Grundsätzlich kann man sagen, im Preisvergleich sind wir unerreicht, was diesen Preis anbelangt. Auch den Endpreis für ein ausgestattetes Schiff, das bewegt sich im Moment um die 100.000 Euro. Das ist der Proporz, den man an Zubehör, der auf einer Wiko auch ganz normales Geld kostet, weil ein Raymarine Kartenplotter oder ein Kartenplotter allgemein auch auf jedem anderen Schiff den gleichen Betrag kostet. Zur großen Enttäuschung der Werft kommt jedes Argument immer als allererstes über den Preis. Natürlich ist der Preis das schlagende Argument, was Wiko mit in den Markt hineinwirft, denn es ist weit und breit kein Anbieter da, der zu diesen Preisen im Wettbewerb steht. Was aber jetzt mit diesem Schiff insbesondere ganz auffällig ist, dass man neben diesem fantastischen Preis auch ein hervorragendes Design bekommt und eine wirklich anständige Ausbauqualität, wie es sich für ein Schiff in dieser Größe gehört. Damit sind vielen dann auch die Argumente genommen, dass man sagt, was wenig kostet, kann nichts taugen. Das ist hier ganz das Gegenteil. Die Stückzahl macht in erster Linie den Preis aus. Das Ganze gepaart mit einem guten Design ist natürlich ein riesiger Verkaufserfolg. Die Segeleigenschaften dieses Schiffes sind im Bereich der Cruiser angesetzt. Wir betrachten grundsätzlich Familien als unsere Hauptkunden. Hier wird natürlich sehr gerne ein schnelles Schiff gekauft und es darf eben halt auch sehr gerne eine sportliche Optik haben. Aber Regatten sind bei uns nicht im Vordergrund. Wer möchte, kann sich diese Schiffe natürlich individualisieren. Das ist dann aber auf jeden selbst übertragen. Die Werft grundsätzlich mit ihrer Ausrüstung blickt natürlich auf die große Masse der Kunden, um entsprechende Stückzahl hinzukriegen. Denn wie gesagt, der Preis liegt immer im Fokus dieses Schiffes. Und zunächst einmal fällt bei diesem Schiff das riesengroße Cockpit auf. Wir haben in den neuesten Schiffskonstruktionen am Markt immer mehr festgestellt, dass der Cockpitbereich ein ganz wichtiger Lebensraum ist bei Seglern und dass der Kabinenbereich eigentlich immer untergeordneter wird, weil man sich halt meistens im Cockpit aufhält. Bei dem Design fällt hier besonders auf, dass wir ein ganz besonders hohes Schanzkleid haben. Das ist ein Unterschied zu allen anderen Schiffen in dieser Größe. Man findet sowas bei 70, 80 Fuß im aktuellen Design wieder. Für Familien und Segler grundsätzlich gibt sich hier ein hohes Sicherheitspotenzial, wenn man in Lee am Schiff längs läuft. Man hat dort sehr guten Halt. Das ist der praktische Hintergrund für dieses Design. An diesem Schiff ist die optionale Doppelsteueranlage verbaut. Etwas, was sehr empfehlenswert ist, denn die heutigen Schiffe sind heute alle im Heck sehr breit. Früher hatte man dort ein großes einzelnes Steuerrad gehabt, was teilweise im Boden versenkt war. Die Idee ist es grundsätzlich immer, dass man im Luv sitzend bequem an das Steuerrad herankommt. Und sowas ergibt sich heutzutage am besten mit zwei Steuerrädern, die nicht allzu groß sind. Und hat man zusätzlich noch in der Mitte einen Durchgang, sodass das Ein- und Aussteigen bei diesen Schiffen natürlich sehr komfortabel ist. Natürlich verleitet es jetzt auch in Norddeutschland die Leute dazu, rückwärts mit dem Heck am Steg anzulegen. Für den Riss des Rumpfes haben wir als Besonderheit einen leicht negativen Steven, der für eine besonders lange Wasserlinie sorgt. Und insgesamt hat dieser Rumpf eine eigene Form, der sich wie gesagt schon von anderen Schiffen unterscheidet. Insbesondere was die Rumpfdeckverbindung anbelangt, die ist hier bei diesem Schiff nämlich vollständig laminiert. Das bedeutet, wir haben hier keinen geschraubten Übergang mit Scheuerleiste abgedeckt wie bei vielen anderen Schiffen, sondern das Ganze ist in einem Stück.
was natürlich auch optisch seine Besonderheit hat. Das äußere Design von Lupoli setzt sich auch hier im Innenraum fort. Wir haben hier ein sehr modernes Badezimmer, was insbesondere auch sich dadurch auszeichnet, dass grundsätzlich rundum wasserfeste Materialien verwendet werden. Ein Fehler, der heute immer noch im Yachtbau gemacht wird, denn hier wird mit Wasser hantiert und Hölzer sind grundsätzlich über Jahre hinweg im Gebrauch dort sehr empfindlich und können Schaden nehmen. Insofern kann man hier bedenkenlos in dieser Nasszelle auch duschen. Das ist dafür vorgesehen, optional, was wie gesagt zum ganz normalen Komfort und Wohlbefinden eines jeden Eigners mit dazugehört. Wir stellen hier zunächst die 3-Kajüt-Version vor, die man auch allgemein als Charterversion bezeichnet. Die 2-Kajüt-Version, die sogenannte Eignerversion, die wird in Kürze folgen, die natürlich noch mehr Komfort und Platz im Salon hat. Und auch insbesondere in der Nasszelle noch mehr Platz bietet, wobei die Nasszelle ja ein ganz wichtiges Komfortelement an Bord ist. Was bei der Vico 35 auffällt, dass man eine Doppeltür im Vorschiff hat mit einem sehr breiten Durchgang. Das heißt, auch dadurch hat man hier ein sehr großes Raumgefühl. Dieses ist natürlich noch der Prototyp und auch immer hier sieht man einige Sachen, wo man sagt, das wollen wir noch ändern, wie zum Beispiel diese Türen, die werden dann im späteren Gang nach vorne aufgehen, sodass sie nicht in den Salon ragen. Insofern gibt es auch in der laufenden Produktion, das ist überall das Gleiche, immer wieder Verbesserungen.